Hi, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin David, bin aktuell Praktikant im Pastoralverbund Attendorn und heute wollen wir uns wieder zusammen das Hungertuch angucken. Ehrlich gesagt, ich bin es langsam leid, diese ganze Corona-Pandemie und diese ganzen Beschränkungen. Doch warum sollten wir das Thema nicht einfach mal umdenken und den Blick ins Weite schaffen? Was das konkret bedeutet, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Falten, Narben, Wunden und Verletzungen. Das diesjährige Hungertuch ist auch davon stark geprägt. Die schwarzen Linien, die wir sehen, symbolisieren quasi unseren menschlichen Schmerz und verbinden ihn aber auch gleichzeitig mit der Leidensgeschichte Jesu. Das Tuch wurde an verschiedenen Stellen auseinandergeschnitten und mit goldenen Nähten wieder zusammengewoben. Das erinnert mich quasi immer ein bisschen an die Nähte eines Chirurgen oder auch an bleibende Wunden, die wir Menschen haben. Auf der anderen Seite, für mich haben die Linien auch was Leichtes. Ein bisschen so, als würden sie tanzen, wenn man so möchte. Und für mich war das Leben auch schon immer ein Prozess. Ganz ehrlich, ich bin der festen Meinung, dass man trotz eines gebrochenen Fußes immer noch Kraft besitzt. Kraft, um möglicherweise einen neuen Wandel herbeizuführen, um Dinge zu verändern. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Genau dieser Vers aus Psalm 31 steht als Überschrift über dem diesjährigen Hungertuch. Und das soll uns einfach nur zeigen, was mit dem Glauben alles möglich ist. Gerade die Symbolik des gebrochenen Fußes lässt uns an diesen Aufbruch, an diesen neuen Weg, an die Kraft des Weitergehens denken. Viele Menschen erleben die Corona-Pandemie als absolute Krise. Fast alles hat sich in unserem Alltag verändert. Doch jede Krise bringt auch eine Chance mit sich. Ähnlich wie die doppelte Symbolik der schwarzen Linien auf dem Hungertuch zeigt mir auch das diesjährige Hungertuch, es gibt eben zwei Seiten der ganzen Geschichte. Ich zum Beispiel habe mich und meine Freunde nochmal ganz anders oder wenn nicht sogar besser in dieser Krise erleben können und kennenlernen können. Die Frage ist, suche ich bei dem Ganzen den Blick ins Weite, versuche ich neue Wege zu gehen? Und was persönlich bringen mir die neuen Erfahrungen dieser Krise?